Es soll heute um das Thema Valentinstag gehen. Hallo, ich bin Stella von Feder und Foto. Seitdem wir in den USA leben, muss ich sagen, habe ich ein bisschen eine andere Einstellung zu Valentinstag, weil der Valentinstag ist eine große Sache in den USA, aber irgendwie eine andere Sache. Und von daher, weil die Definition des Valentinstags ein bisschen anders ist, ist er mir sympathischer geworden und heute will ich davon erzählen. Es gibt heute eine andere Kulisse, denn ich bin in Deutschland und es ist Winter und es hat geschneit, also bei uns zumindest in New Jersey, da wo ich normalerweise wohne, ist es auch bitterkalt seit Wochen. Also es ist Winter, Winter. Und was kommt alle Jahre wieder im Winter? Am 14. Februar, Valentinstag. So, jetzt ist es allerdings so, dass ich irgendwie immer so ein bisschen komisches Gefühl mit dem Valentinstag verbunden habe, weil es hat einen bitteren Geschmack gehabt, und zwar den Geschmack des Kommerzes, dass es nur darum geht, irgendwie was zu verkaufen. Allerdings bin ich total überrascht, dadurch, dass ich jetzt hier in Deutschland bin, ist Karneval viel, viel oder Fasching ist viel, viel wichtiger. Das heißt, ich gehe hier durch die Straßen und ich sehe hier überhaupt nichts mit Herzen und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich dem JJ gesagt, bitte, 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 weil wir sind leider in diesem Jahr getrennt über Valentinstag. Er möge mir doch mal ein paar Eindrücke schicken, wie es momentan in den USA abgeht. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Bilder. Ich bin wieder zurück und nicht erschrecken, total verändert. Und zwar gab es bei den Aufnahmen eine kleine Unterbrechung und ihr wisst vielleicht, dass in Mexiko oder vor unserer Mexiko-Reise war ich beim Friseur und wollte Strähnchen machen lassen und dann hat die mir da was drüber gemacht. Dann war ich total dunkel, so dunkel, wie mir das, also war ich glaube ich noch nie, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Es wurde auch nicht heller. Auch diese Farbe hat sich nicht ausgewaschen. Und dann hatte ich beschlossen, so, ich muss jetzt hier in Deutschland zum Friseur gehen. Das sind Strähnchen. Für mich sieht das aus, als ob ich komplett gefärbt bin. Bin vielleicht ein Tick zu hell, aber das macht nichts. Ich gewöhne mich noch langsam dran. Du kannst mir in die Kommentare schreiben, wie es dir gefällt. Aber es geht weiter. Unser Thema war Valentinstag. Um rauszubekommen, wie denn so der Valentinstag tatsächlich für die Amerikaner ist, habe ich eine kleine Umfrage gestartet. Also ich hatte so den Eindruck gewonnen, dass der Valentinstag eine andere Bedeutung hat als bei uns in Deutschland. Und dann habe ich ganz, ganz vielen Frauen, die ich kennenlernen durfte, in der Zeit, in der wir jetzt schon in den USA leben, eine E-Mail geschrieben mit verschiedenen Fragen, die mir auch ganz viele beantwortet haben. Und ja, meine Vermutung wurde bestätigt. Der Valentinstag ist wirklich ein Tag der Liebe. Das heißt, es ist eingeschlossen Vater, Mutter, Kinder, Onkel, Tante, Freund, Menschen, die dir einfach wichtig sind. Und es ist nicht der Tag der Verliebten, wo er und sie und gemeinsam und tralala und auf Knopfdruck muss Romantik entstehen. Und das muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr schön. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber wie Weihnachten, dass man auch mit der Familie zusammen und verbringt Zeit zusammen und erinnert sich daran, wie wichtig und wie schön Familie ist und vor allem auch Freunde, wenn man denen Geschenke macht. Und der Valentinstag, der soll so ein bisschen was Ähnliches sein. Das beginnt damit, dass die Kinder im Kindergarten für ihre Kindergartenkollegen Herzen malen und irgendwas ausmalen und Geschenke machen, dass man auch Freundin eine Kleinigkeit schenkt, Schokolade oder ein Teddy oder was malt oder eine Überraschung oder eine Kleinigkeit. Und für uns als Eltern, das können jetzt wahrscheinlich alle die, die noch keine Kinder haben, nicht nachvollziehen. Aber für mich ist es so, seitdem ich Mama bin, ist die Wir-Zeit, die ich mit meinem Partner habe, einfach ganz, ganz wenig geworden. Und deshalb ist sie so was etwas Besonderes und so exklusiv. Und da ist der Valentinstag der ideale Moment, um zu sagen, komm, jetzt sind wir doch einfach mal wieder zusammen und genießen Zweisamkeit. Wir organisieren einen Babysitter, wir gehen heute Abend aus, wir gehen essen und haben einfach mal wieder
Me and You Time. Also einfach, ja. Und der Valentinstag in den USA ist viel, 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 viel stärker präsent. Also es gibt auch Dekoration. Viele Amerikanerinnen haben mir geantwortet, dass das Haus dekoriert wird, ähnlich wie Weihnachten, dass überall Herzchen aufgestellt werden, dass der Tisch dekoriert ist, dass es Kerzen gibt, Deckchen, Bilder, Deko einfach. Und das haben wir ja eher nicht. Und dadurch, dass ich jetzt hier in Deutschland bin und dann durch die Straßen gehe, dann sehe ich dann vielleicht, okay, es gibt Werbung für den Valentinstag, dass man ein Parfum sich kaufen kann oder für seine Angebetete oder für seinen Angebeteten oder dass man gemeinsam doch vielleicht ein schönes Abendessen macht. Aber so dieses Allumgreifende, wie die Amerikaner das feiern, ist es eben hier nicht. Und ich muss sagen, seitdem ich das erlebt habe, wie es in Amerika gefeiert wird, ist er mir einfach sympathischer, weil es ist ein Tag, wo man einfach daran erinnert wird, dass einem sehr, 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 sehr viele Menschen begleiten, die man sehr liebt, die einem unglaublich wichtig sind und dass man einfach nochmal Danke sagen kann und sagen kann, toll, dass es dich gibt. Vielen Dank, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen und Kommentare hast, unten in die Kommentarbox. Ich freue mich über alle möglichen Fragen und Anfragen und ja, stay tuned. Danke.